die meisten gehen halt wirklich einfach nur danach, das Spiel, das die Person halt gerade interessiert, ne, das sie kennt, und das guckt sie dann, die Person. Ja, und der Anteil an denjenigen, die tatsächlich halt irgendwelchen Spielen haben, eine Chance geben oder sowas, ist schon eine Stufe geringer. Aber halt immer noch überwiegend. Und von daher stimmt das halt nicht so ganz überein mit der vorherigen Umfrage bezüglich halt, wie die Menge an Videos ist. Weil es gibt halt Leute, die wollen wahrscheinlich einfach nur mehr von den Videos, die sie wirklich interessieren, wo sie das Spiel kennen, lalala, weißt du, mehr Horror, mehr dies, mehr das, mal jenes, mehr WoW und so weiter, weißt du. Aber es bestätigt halt auch so insgesamt halt so ein bisschen so meine These, die ich sowieso schon immer hatte. Dass der Let's Player, der das Spiel spielt, in Anführungszeichen zweitrangig ist. Ja? Also, in Anführungszeichen zweitrangig ist, meine ich jetzt, dass es den Leuten halt schon wichtig ist, dass ich es bin. Aber nur weil ich es bin, gucken sie nicht jeden Scheiß. Ne? Das ist tatsächlich etwas, eine These, die ich schon sehr, sehr lange aufgestellt habe und die dadurch halt tatsächlich auch bestätigt wird. Ne? Was ich mir aber halt wirklich schon seit Jahren halt immer wieder gedacht habe. Ja, und die wenigsten sind tatsächlich so wahnsinnig, dass halt tatsächlich halt alles gucken. Und selbst die in Anführungszeichen größeren Zuschauer, sag ich mal, die Zuschauer, von denen ich weiß, aha, die gucken fast jeden Scheiß, selbst die tun sich nicht jedes Video an. Allein schon, weil Menge an Videos. Zum anderen, weil sie einfach das Spiel nicht interessieren. Das ist gut möglich. Weißt du, da kann auch mein Kommentarstil das Spiel halt nicht rumreißen. Ist so. Ja, und dennoch werde ich das halt auch so weiterbehalten. Ne? Dass wir halt möglichst viele Videos haben. Warum mache ich so viele Videos? Einer der Hauptgründe, warum ich halt so viele Videos mache, ist halt tatsächlich, um halt möglichst viele Geschmäcker halt anzusprechen. Um dann halt vielleicht auch wieder irgendwo andere Spiele halt irgendwem präsentieren zu können, wo dann halt jemand sagt, oh mein Gott, das Spiel ist voll toll, das will ich auch haben und ähnliches. Weil im Prinzip ist ein Let's Player nichts anderes als eine ewige Werbeplattform. Eine ewige Werbeplattform für diverse Spiele. Und mir ist es halt persönlich immer wichtig, möglichst viele Spiele halt den Zuschauern zu präsentieren. Möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Und halt dennoch halt immer Mammut zu bleiben. Ja, also ich verstelle mich jetzt nicht großartig hier bezüglich irgendwelcher speziellen Let's Plays. Ich mache es ja nicht extra kindgerecht oder sowas. Wenn ich sage, es ist scheiße, dann ist es scheiße. Das ist halt auch sowas, das wurde halt positiv bemerkt, dass es gut ist, dass ich halt in Spielen sage, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dass es halt echt scheiße ist. Ne, ist auch ein Prototype. Prototype hat mir so überhaupt gar nicht gefallen. Auch wenn ich Prototype 2 spielen werde. Ja, so wahnsinnig bin ich. Aber ja. Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ne? Mir geht es nicht wirklich darum, halt möglichst viele Klicks zu erreichen, nur dadurch halt, dass ich viele Videos produziere. Ja. Es ist halt tatsächlich halt dazu zu beitragend. Ganz klar, weil es gibt halt Leute, die sehen halt jetzt Final Fantasy, sehen geil, Final Fantasy, abonnieren. Es gibt Leute, die sehen, hier bitte Spiel einfügen, sehen, boah geil, abonnieren. Aber es gibt halt Leute von denjenigen, die jetzt Spiel hier bitte einfügen gesehen haben, ne, und deswegen abonniert gedrückt haben,
und wahrscheinlich halt niemals als Abonnent halt hinzugefügt worden wären, wenn sie jetzt hier in dem gleichen Zeitpunkt einfach nur Final Fantasy bei mir gesehen hätten. Ne, das ist halt tatsächlich halt, man könnte schon fast sagen, ein Stück weit Marketingpropaganda oder sowas, dass man sich halt selbst irgendwie möglichst breit halt darbietet. Ja. Es ist aber auch zum anderen so, dass ich halt tatsächlich halt auch diese Videos halt tatsächlich produzieren möchte. Ich habe ja wirklich echt extrem viel Spaß an Zocken. Ja, und wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass ich eine Vorproduktion habe an einigen Videos, wo du denkst so, WT Ultra 11, ne, ich kann damit irgendwie jahrelang so ein bisschen so, ne, eine Schiene fahren und fertig ist die Kiste. Wenn ich jetzt hier so der 0815 Let's Player wäre, der ein, vielleicht zwei Projekte gleichzeitig hätte, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, jetzt mit derselben Zockrate wie sonst auch, wie viele Let's Plays jetzt schon auf Vorproduktion wären und noch nicht das Tageslicht erblickt hätten. Ja, und ich versuche ja tatsächlich immer noch Real Life zu haben, was auch alles noch funktioniert und ähnliches. Und dennoch halt meine Leidenschaft für Zocken und halt auch für die Let's Plays halt dennoch halt darbieten zu können. Und als positiver Nebeneffekt dadurch ist halt tatsächlich halt auch entstanden halt die relativ große Zielgruppenansprache, die ich dadurch erreiche. Zielgruppenansprache, ja, das klingt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne, dass man halt möglichst viele Geschmäcker halt anspricht. Es gibt halt verdammt viele, die gucken halt einfach nur Minecraft. Es gibt verdammt viele, die gucken halt einfach nur WoW. Ne? Es ist ja auch so, du guckst, nicht du, aber halt, ne, manch andere gucken Fernsehen. Die gucken zwar grundsätzlich gerne ProSieben, aber sie gucken nicht alles von ProSieben. Oder es gibt Leute, die gucken gerne RTL, warum auch immer, aber sie gucken nicht alles von RTL. Ne? Ich will mich nicht als Fernsehsender dahinstellen und auch nicht auf die gleiche Ebene geholt werden, auf gar keinen Fall. Ne, aber dennoch möchte ich halt irgendwo doch schon so eine relativ große, breite Masse erreichen, weil man ist natürlich ein YouTuber. Als YouTuber will man natürlich Leute erreichen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will niemanden erreichen. Ja? Es ist halt schwierig, das halt so darzubieten, dass man halt dann sagen kann, ohne sagen zu müssen, ja, er macht das ja nur für mehr Zuschauer oder sowas, ja. Wenn du ein Video auf YouTube hochstellst, willst du, dass es gesehen wird. Es ist nicht von Anfang an mein Ziel gewesen, möglichst viele Videos hochzuladen. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich habe damals mit Diablo angefangen. Ich war ein ganz normaler Let's Player. Weißt du? Ein Video am Tag und fertig ist die Kiste. Und das ging aber wirklich so schnell mit der Videoproduktion, dass ich mir dachte, warum machen Let's Player nur ein bis zwei Videos? Und da ist für mich auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so wirklich so die Frage aufgekommen, warum nicht einfach mehr machen? Ja, weil ich mir halt selber so ein bisschen so die Frage gestellt habe, ich habe Spaß, ich mache das gerne und es verbindet halt Zocken gleichzeitig mit etwas, das ich gerne mache. Warum dann nicht mehr Videos machen? Ja, der Mehraufwand dahinter ist vielleicht in Masse halt jetzt, ne, was anderes als jetzt, keine Ahnung, wenn ich nur ein, zwei Videos am Tag machen würde. Aber so aufs Einzelne gesehen ist es halt auch wieder was anderes. Ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig erklären soll. Es ist halt schwierig, das vernünftig auszudrücken. Ja?
Jedenfalls kann man davon ausgehen, mein Plan in einigermaßen, wenn man das so ausdrücken möchte, geht auf. Ich erreiche relativ viele Zuschauer. Und zwar genau so, wie ich es mir halt auch gedacht habe. Ja, ich erreiche Zuschauer, die sich halt nur für das interessieren. Ich erreiche Zuschauer, die sich nur für jenes interessieren. Ich habe Zuschauer, die interessieren sich nur für RPGs. Ich habe Zuschauer, die interessieren sich nur für MMOs. Ich habe Zuschauer, die interessieren sich nur für Shooter, nur für Horror, nur für... Hier bitte einfügen. Ja, und einige wenige, die interessieren sich halt tatsächlich für alles, was ich mache. Und wenn man das aus dem Aspekt halt betrachtet, kann man halt wirklich sagen, dahingehend habe ich mein Ziel erreicht. Ne, ich kann mehrere Zuschauer halt tagtäglich eine Freude bereiten. Gut, einige wenige müssen dann halt tatsächlich halt manchmal etwas länger warten, bis ich dann halt wieder ein Horror-Let's Play mache oder sowas. Ne, aber im Großen und Ganzen ist für jeden irgendwie irgendwas dabei, was auch wirklich ganz oft halt mit dabei stand bei der Meinung bezüglich so viele Videos. Da war halt ganz oft mit dabei, ja, es ist für jeden was dabei. Ich bin damit voll und ganz zufrieden. Ich muss ja nicht alles gucken. Ich muss ja nicht gucken, was mich nicht interessiert und sowas. Und das ist genau das, wo ich halt hin wollte. Ne? Einfach für jeden irgendwie irgendwas haben. Und ganz oft bekomme ich halt auch als Kommentar auf YouTube, danke, dass du dieses Video gemacht hast, du hast mir den Abend versüßt und sowas. Und, oder halt den stressigen Arbeitstag oder sowas hinter mir gelassen und sowas. Ne, jetzt mit dem Mammut-Video ausklingen lassen. Das ist das, was ich machen wollte. Ich wollte, als ich damals auf YouTube angefangen habe, halt möglichst den Leuten etwas bieten. Etwas, das sie halt genießen können. Etwas, womit sie halt dann sagen können, jupp, ne? Das tue ich gerne. Und das tue ich mir gerne an. Ne? Und somit habe ich meinen Auftrag als Let's Player einigermaßen halt erfüllt. Würde ich mal meinen. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich mache das jetzt, einfach nur, damit ich die Videos selber betrachten kann, dann müsste ich echt lügen. Ne? Aber bei mir, in meinem persönlichen Leben, hat sich das halt wirklich halt so glücklich halt zusammengefügt, dass man halt sagen kann, ich mache viele Videos. Ich habe die Disziplin, das durchzuziehen. Und ich mache viele verschiedene Videos. Was ich natürlich auch hätte machen können, ist einfach 8 Videos Minecraft am Tag. Aber das will ich nicht. Ich will möglichst viele Spiele gespielt haben. Ich will möglichst viele gute Storys halt durchlebt haben. Und ich will mein Spielerlebnis mit vielen anderen teilen. Ja, für diejenigen, die einfach nur das Spiel mal gesehen haben wollen. Für diejenigen, die vielleicht mal reinschnuppern wollen und mal gucken wollen, ob sie das Spiel selber kaufen wollen. Und, ja, es ist, es hat wirklich tatsächlich mehrere Gründe, warum halt so viele Videos hier kommen. Ne? Und ich kann immer noch mit Recht behaupten, dass selbst so viele Videos zu produzieren gar nicht mal so viel Aufwand dahinter ist. Ja, es gibt Let's Player, die machen so ein ganz normales Let's Play, weißt du, so ein Video am Tag und sind damit überfordert. Das liegt halt am Individuum, das ist halt Mensch, ne? Für mich persönlich ist das tatsächlich nicht so viel Aufwand, wie halt manch anderer meint. Besonders jetzt, wo ich bin ja immer wieder am Optimieren von Aufnahmezyklen. Und so wie das bisher hier läuft, also jetzt hier in letzter Zeit, die letzten Monate,
ist das tatsächlich so noch viel mehr entspannter geworden als jemals zuvor. Als in den ganzen letzten 4 Jahren. Seitdem ich hier OBS als Aufnahmeprogramm benutze, ist das schon eine ganze Ecke entspannter als jemals zuvor. Muss man einfach mal sagen, für andere Let's Player oder zukünftige Let's Player nutzt OBS. Macht euch ein bisschen über YouTube schlau, wie man das hier vernünftig einstellt bezüglich Aufnahmegedöns und sowas. Und dann, ne? Einfach mal machen. Es ist wow. Also einfach nur wow. Ja. Ich habe eine verdammt gute Leitung, was das Hochladen angeht. Ich komme mit dem Hochladen manchmal nicht hinterher. Einfach weil ich so viele Videos produzieren kann. Weil der komplette Renderprozess halt einfach mal wegfällt. Ne? Vorher habe ich ja noch immer mal wieder erzählt, ja, Rendern dauert hier bei so einem Video so, ja, zwischen 2 und 6 Stunden, je nach Video und sowas, ne? Das fällt halt weg. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ne? Aber da können wir halt gerne ein andermal halt auch nochmal drüber reden. Irgendwann. Und ja. Ich glaube, damit habe ich dann die beiden Fragen so einigermaßen abgehandelt. Ne? Es gibt halt Leute, denen kann es nicht genug Videos sein. Es gibt Leute, denen sind es zu viel. Aber die meisten wollen eh gar nicht alle Videos gucken. Ne? Das ist so. Einfach weil, ist so. Ist aber eine Tatsache. Gut, dann mache ich jetzt erstmal hier an der Stelle hier wieder eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.